Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal zurück zu einem weiteren Warzone-Video und heute schauen wir uns eine Waffe an, mit der glaube ich jetzt niemand so wirklich gerechnet hat, die in der Vergangenheit auch ein fester Bestandteil der Meta war und jetzt, wie gesagt, so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber die Waffe ist tatsächlich wirklich noch sehr stark und man kann sie noch wirklich sehr gut spielen, wenn man sich ein bisschen eingespielt hat mit der Waffe. Die Rede ist natürlich von der Colt AK-47, eine Waffe, die einen sehr, sehr hohen Schaden hat. Und natürlich auch zusätzlich dazu noch einen leicht höheren Rückschuss als andere Waffen. Trotzdem, wenn man sich eingespielt hat mit der AK, so ein bisschen den Rückschuss kontrollieren kann, ist die Waffe auf jeden Fall immer noch ein absoluter Laserbeam. Bei mir war es auch so, ich habe die letzten Tage eigentlich fast nur Vanguard-Waffen gespielt, deswegen habe ich auch so ein bisschen Abwechslung gebraucht. Wie immer schauen wir uns das beste Klassensetup zu der Waffe im Verlauf des Videos an. Und wie immer natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, über die besten Waffen in Warzone und die aktuellen Meta, lasst natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da, um nichts zu verpassen, um keine Videos zu verpassen. Checkt auch gerne Twitch ab. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay. Let's go! Finish. Okay, es war aber ein anderes Team, glaube ich, wegen Lowload. Das sind die. Lass da rein. Rechnung mit denen offen. Bedrohung 2. Hä? Werden wir beide gehuntet, Digga? Hinter uns. Ja, wieso werde denn ich jetzt auf einmal gehuntet? Wir werden beide gehuntet. This game is so broken, Digga. Ich sag's, wie es ist. Sehr schön. Ah, perfekt. Ich kenne mich selber. Chillig. Kauf mal Drohnen, maybe. Achso, ne, der ist hier beim Shop. Die sind nämlich da hinten irgendwo her. Obwohl, warte mal. Nee, lass rechts durch. Die müssen. Vor uns Zelte? Ja. Er ist unsichtbar, Digga. Er geht rechts außen. Timo. Ja, der mischt sich ein. Hier hinten. Die sind hier direkt vor uns, ne? Direkt, wo ich markiert habe. Übel viele. Ganz jetzt Sniper. Wir müssen jetzt über rechts move, sonst haben wir übelst den Gunfight hier gleich. Hier drin. Rechts von uns am Shop, Achtung. Nein, ist hier. Da vorne läuft jemand. Lass den Beam. 1, 2, 3. Knockt. Nicht
Nice. Ja, macht entspannt, die müssen bald kommen. Bleibt hier beim Haus, wo Paco ist, das, oder wo Julian ist, das ist big. Die move'n alle nach hinten, ich push die. Ja. Wow. Zwei Leute. Let's go! AK-47 Meter Aspekt, ja, let's go. So, das wäre es erstmal zum Gameplay zu der AK-47. Ich glaube, man hat ganz gut gesehen, dass die Waffe auf jeden Fall schon noch gut Potenzial hat, sehr stark ist. Rückschussmäßig hat die Waffe natürlich so ein bisschen mehr, allerdings, wenn man den rechten Stick einfach nur so ein bisschen gegenhält, sollte man das auf jeden Fall schon gut gebalanced bekommen. Wenn ihr mit der AK klarkommen solltet, habt ihr auf jeden Fall immer noch einen absoluten Laser. Wir starten mit der Mündung und hier natürlich ganz normal der Crew Mündungsfeuerdämpfer. Ist quasi so der beste Long-Range-Schalldämpfer, den man spielen konnte. Bei den Cold War-Waffen war es ja meistens so wirklich bei jeder Waffe der Way to Go. Allgemein muss man natürlich auch sagen, dass so die Vanguard-Zeit so ein bisschen anstrengend ist, was die ganzen Aufsätze angeht. Denn es gibt 10 Aufsätze pro Waffe, dadurch gibt es einfach so viele gute Möglichkeiten, Waffen zu spielen. Und es ist einfach ein bisschen Reizüberflutung, in meinen Augen so ein bisschen zu viel. 5 Aufsätze in meinen Augen ist eigentlich so am besten und deswegen sollte Call of Duty im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder zurück zu den 5 Aufsätzen gehen, in meinen Augen. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr besser fandet, 5 Aufsätze oder 10 Aufsätze. Dann auf jeden Fall auch unverzichtbar der Spätzle RPK-Lauf, Rückschusskontrolle, Vertikal, Horizontal, Bullet Velocity und effektive Schadensreichweite. Sehr, sehr guter Aufsatz für die Distance. Dann mal Visier des Axial-Arms-Visier, ganz normal klassisches Long-Range-Visier. Ist sehr, sehr clean, kennen die meisten wahrscheinlich auch noch. Und deswegen auf jeden Fall auch der Way to Go. Beim Unterlauf der Spessnazgriff, Rückschusskontrolle vertikal und horizontal. Wirklich sehr, sehr nice Aufsatz und sollte man bei einer AK-47 auf jeden Fall spielen. Denn es ist immer noch eine AK-47 und die haben ja meistens auch sehr viel Rückschuss. Deswegen auf jeden Fall Rückschusskontrolle hier sehr, sehr wichtig. Dann beim Magazin das 45-Schuss-Magazin. Ich habe das 60er-Magazin auch ausprobiert. Ist natürlich auch so ein bisschen besser, wenn man mehr Kugeln hat. Allerdings die Waffe wird movementmäßig dadurch deutlich langsamer. Da der Schaden der Waffe jetzt sehr hoch ist und die Feuerrate der Waffe jetzt auch nicht die schnellste ist, geht das Ganze auf jeden Fall klar, muss man sagen. Bis auf 35 Meter hat die Waffe auf jeden Fall immer noch eine sehr starke Time-to-Kill mit 630 Millisekunden. Was natürlich für ein Sturmgewehr natürlich sehr solide ist. Testet gerne mal die AK-47, gebt dem Ganzen nochmal eine Chance. Und wie immer natürlich, falls ihr neu sein solltet, ihr nichts verpassen wollt in Zukunft, lasst gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da und checkt auch gerne Twitch ab. Jetzt viel Spaß beim Grinden, wir sehen uns im nächsten Video und rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.